Boys, es geht endlich wieder los. Digga, bin ich auf der maximalen Qualität? Nee, let's go. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Es gibt sogar ein paar Celebrity Einspielungen von Leuten, die ich schon erkannt habe. Who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Wir wissen nicht, was 2025 bedeutet, aber vielleicht bedeutet es Konsolenversion, vielleicht bedeutet es Erstkonsolenversion, dann PC-Version, bedeutet es, alles kommt zusammen. Ihr kennt Rockstar Games, was das angeht, die haben das letzte Mal die Konsolenversion von GTA 5 auch 2 bzw. 3 Jahre vorher rausgepusht. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter Umständen auch passiert. Und das bedeutet, ihr müsst euch erstmal keine neue Grafikkarte holen. Das bedeutet, dass das Spiel mit Grafikkarte, also übrigens für den Fall, dass ihr das wissen wollt, meine Grafikkarte, die 4090, die ich habe, hat schon 100% Auslastung gehabt, nur weil ich den Trailer abgespielt habe. Also es ist total irre. Allein dieses Bild hier, 100% Auslastung. Rechnet also damit, dass dieses Spiel erst, genauso wie das Spiel davor, nur auf Konsole rauskommt. 2025. Und rechnet damit, dass die 2025 meinen und eigentlich Dezember 2025 meinen, beziehungsweise Herbst 2025. Also Q3, Q4 2025. Wir haben also noch 2 Jahre Zeit, bis das Spiel released wird. Und dann kommt es 2027 unter Umständen schon für PC. Und wenn ihr euch fragt, natürlich werde ich mir das zweimal holen. Wenn ich diesen Trailer allerdings sehe, und ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Aufgabe gemacht habt, im Rahmen dieses Trailers die vergangenen GTA-Trailer anzugucken oder so die Red Dead Redemption-Trailer, Bruder, ich glaube, das Spiel wird ziemlich krank aussehen. Es wird ziemlich krank aussehen. Lucia. Oh, Digga. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. So geil. Vice City, endlich! Digga, hier unten, man sieht ihn gerade nicht, aber die haben hier unten einfach Monte reingemacht mit der Kamera, Digga. Der war so auf. Das ist so irre. Ich habe das hier unten gesehen, ich musste so lachen. Es ist einfach die Essenz von dem, was TikTok und LA Lifestyle so ein bisschen ist, ja. So dieses Celebrity-Ding und so, das ist schon. Das haben sie schon sehr gut eingefangen. Also das haben sie sehr gut eingefangen. Alter, wenn ich das hier sehe, Digga, das wird so wild. She tried to make my world the way she thought it should be.
es ist so ein Miami, Florida, LA, also so ein, es ist so ein, das, ich weiß nicht, auf was Vice City baut, Vice City direkt auf Miami aus. Es wird in diesem Video auch sehr viel getwerkt, muss ich sagen. Es wird eigentlich die ganze Zeit getwerkt. Da müsste vielleicht Twitch vorher nochmal seine Regeln anpassen. Wisst ihr, was ich als Detail hier mal rausheben will? Es gibt unheimlich viele Bodytypes. Also es gibt unheimlich dicke Leute, dünne Leute, thicke Leute, skinny Leute. Zahle, wie soll das denn grafisch auf einer PS4 laufen, also auf einer PS5, wie soll das denn auf einer Xbox, also ich weiß nicht, Mann. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Also wirklich, ich halte die Konsole wirklich für potent, ne? Aber eine Sache, die ich automatisch sagen kann, wenn ich das hier sehe, 30 FPS Lock. Das ist Lock auf 30 FPS. Niemals läuft das auf 60 FPS. Also unter welchen Voraussetzungen soll das auf 60 FPS laufen? Das ist ein bisschen wack. Tatsächlich. Aber es gibt ja auch jetzt Videospiele, wo man sagen kann, willst du 30 FPS mit mehr Qualität oder willst du 60 FPS mit weniger Qualität? Trust? Trust. Digga, so krass, Alter. Weiblicher Hauptcharakter, männlicher Hauptcharakter, übel krass. Mir hat so ein bisschen, also tatsächlich habe ich ein bisschen gedacht, okay, es kommt noch irgendwie ein Teenager oder so rein, der irgendwie durch die Gegend schießt, irgend so ein School-Shooting inszeniert oder so, wird ganz schön krass. Aber das ist also ziemlich crazy. Ziemlich crazy alles. Is by sticking together, being a team. Sieht sehr verrückt aus, alles sehr, sehr verrückt. Die ganze Stimmung dieses Trailers ist so krass. Through this is by sticking together. Krass. Being a team. Trust? Trust. Das wird sehr, sehr crazy. Das wird sehr, sehr crazy, Chat. Ich glaube. Das wird fucking crazy. Unter Umständen, vielleicht gibt es ja in den zukünftigen Trailern, es wird ja nicht der letzte Trailer sein, noch mehr. Noch mehr steuerbare Charaktere, es kann sein. Unter Umständen kann das sein. Aber es ist verrückt. So verrückt. Ich werde, ich werde auf jeden Fall gespannt am Ball bleiben. Boy, ey, ganz ehrlich, das Problem ist, es gibt zu viele, also dieses Spiel, Alter.
die haben 5M gekauft, ne? Rockstar hat 5M gekauft in der Entwicklung von GTA 6. Bruder, was werden die machen? Was werden die mit 5M machen und GTA 6? Was werden die machen? Ich kann mir nicht, also ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es ein Bezahlmodell geben soll für RP-Server. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt, also wird man, was ist denn das jetzt? Kann man Server von Rockstar kaufen? Nee. Wird man Instanzen kaufen können? Wird man, also was wird man machen? Zugang, Abos? Das wäre aber krass. Also das Ding ist, ich glaube, dass das unwahrscheinlich ist, aber es wäre der beste Move, ne? Stell dir mal vor, Rockstar hält exklusive Instanzenrechte für ihre eigenen Server und dann läuft jeder Server, wenn einer läuft, über ein Abo-Modell, den du nur über Rockstar bekommst. Ausschließlich. Alle anderen Sachen werden ausgehebelt. Alles. Registrierung ausschließlich da. Weil das Ding ist, das ist ja auch nur lukrativ, Alter. Weißt du, was das für Geld ist? Stell dir mal vor, du gehst zu Rockstar hin und kaufst eine Serverinstanz für 400 Leute. Und dann kostet dich das im Monat 150 Tacken. So. Oder mehr. Wer weiß, wie viel pro Slot. I don't know. Und dann kaufst du nicht nur diese Serverinstanz, sondern du kaufst die DLCs auf den Server. Damit Leute dann mehr Items haben, mehr Fahrzeuge haben, mehr Immobilien haben, die Stadt so und so aussieht. Imagine, was das für eine Kasse wäre. Digga, wie die klingeln würde. Du würdest alle, ausnahmslos alle Multiplayer-Modifikationen sofort zerstören. Alles, was die Russen machen hier mit Rage, alle Alternativen zu 5M, die gerade laufen, wäre sofort tot. Alles wäre sofort tot. Von jetzt auf gleich. Aber nicht nur das, sondern es wäre auch extrem lukrativ, Alter. Ich meine, GTA 5 ist 2015 auf PC gekommen oder 2016 auf PC gekommen. Und seitdem laufen Hunderte. 2015, sorry, wie komme ich auf 2005? Habe ich 2015 gesagt? 2013 ist es rausgekommen, aber 2015, 2016 war es auf PC. Und seit 2016, 2017 laufen die Modifikationen, diese Online-Modifikationen. Du kannst da extrem rauf. Das ist jetzt stehen wir also fast vor dem 10. Jahr und die Spielerzahlen von dieser Mod sind insane hoch. Auch die GTA Online-Spielerzahlen sind wohl noch einigermaßen hoch. Mit Sharkcards hat sich und mit diesen Monetarisierungsformen der GTA Online-Sache hat sich Rockstar dumm und dämlich verdient. Dumm und dämlich. Die haben sich einfach dumm verdient. Also zu gleichen Teilen zweifle ich, aber denke auch, dass es möglich ist, dass sämtliche Online-Funktionen diesmal native bei Rockstar sind. Und das würde, oh mein Gott. Bruder, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist, also die Vorstellung, wie viel Geld das ist. Unvorstellbar. Es ist wirklich unvorstellbar.
Was jetzt übrigens auch passiert, ihr könnt jetzt langsam anfangen, euer Leben besser anders zu kalkulieren. Also wir wissen jetzt ungefähr, wie viele GTAs in einer bestimmten Zeitlinie rauskommen. Also man kann sagen, alle 15 Jahre kommt ein GTA-Teil raus. Vielleicht alle, abhängig davon, wie gut die Monetarisierung läuft. Ich habe also vielleicht noch 2-3 GTAs zu leben. Dann wird's eng. Ich habe noch 2-3 GTAs zu leben. Dann wird's sehr, sehr eng. Und das ist mal eine Rechnung, oder? Mein Sohn ist ein GTA alt. Das ist eine Zeitrechnung, oder? Das ist mal eine Zeitrechnung. Das ist mal eine Zeitrechnung. Mein Sohn ist ein GTA alt. What? What? Digga, was? Ja. Tja, das ist... Das hätte niemand für möglich gehalten. Hier nochmal der Link zu dem Trailer, der jetzt 75 Millionen Aufrufe hat. Ist jetzt 17 Stunden alt. 75 Millionen Aufrufe. Und das ist nur der Trailer. Der ist auf anderen Plattformen genauso, also der auf anderen Channels wird der reuploaded und so wird der auch bescheuert geklickt. Der wird bescheuert geklickt. Weißt du noch damals, vor 2 GTAs? Weißt du noch, damals, vor 2 GTAs? Das war verrückt. Das war verrückt. Absoluter Rekord. Absoluter Rekord. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ein GTA 5 5M-Server aufzubauen, der wahrscheinlich dann noch 2 Jahre läuft oder so, bis wir umstellen. Oder 3. Noch 3 Jahre. Noch 3 Jahre, könnte man sagen. Oder 4. Und dann wird umgestellt.